Weder Nils noch ich haben dich belogen. Warum auch? Das möchte ich ja gerade von dir wissen. Aber sonst hast du keine Probleme, ja? Jetzt tu doch nicht so blöd. Du weißt doch ganz genau, was mit Nils los ist. Hörst du mich? Nick? Ich bin's, Steffi. Es tut mir leid, dass ich so bescheuert reagiert habe, als du den Bus gekauft hast. Schon okay. Ich habe im Park einen Baum entdeckt, in dem mein Herz eingeritzt war. Und ratet mal, welche Initialen drin standen. B und N. Na, wer könnte das wohl sein? Na, das ist doch klar, Bastiane und Nils. Ja, also, um ehrlich zu sein, ja. Oh, ich werd nicht mehr. Ihr zwei habt wirklich was miteinander. Mensch, Bastian, das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. So ein, naja, reifen Mann. Ihr wolltet es wohl nicht an die große Glocke hängen, aber mir entgeht gar nichts. Oh, hi Mama. Hallo. Weißt du schon was Neues, du? Bastian und Nils sind ein Liebespaar. Jetzt rate mal, wie ich das rausgefunden habe. Wie denn? Na, durch das Herz. Ich habe im Park einen Baum mit einem frisch eingeritzten Herz entdeckt. Und darin stand B und N. Boah, was du nicht sagst. Na, sowas. Ja, wie man so schön sagt, wo die Liebe hinfällt. Die beiden wollten es geheim halten, aber doch nicht mit mir. Ich kann mich messerscharf kombinieren. Mein Schatz, da bist du aber ganz schön pfiffig gewesen, was? Naja, von Luft und Liebe alleine kann man nicht leben. Ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt Tee. Ich hab Hunger. Und ihr? Ja, ich auch. Aber vorher ziehe ich mich noch schnell um. Na gut. Mich hat er auch erkannt. Ja, ich bin's, Jessica, deine Schwester. Das sind wirklich unglaubliche Fortschritte, mehr als wir hoffen konnten. Nick, ich bin's. Steffi. Nick hat uns erkannt. Hallo, Nick. Uli? Nick? Also, wie gesagt, spätestens seit der Geschichte mit dem Arztbesuch wusste ich, da ist irgendwas im Busch. Auf unsere kleine Meisterdetektive. Mama, ich denke, wir sollten das frisch enttarnte Glück jetzt noch ein bisschen alleine lassen. Was hältst du davon, wenn wir einen kleinen Einkaufsbummel machen und den beiden das Feld überlassen? Na ja, gut, warum nicht? Dann macht's mal gut, ihr beide. Viel Spaß. Danke, danke. Puh, das war knapp. Hast aber noch mal toll hingekriegt, hm? Danke, dass du uns geholfen hast. Hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet nach unserer Auseinandersetzung. Bastiane, du, ich... Ich bin ja so froh, dass du deine Meinung geändert hast. Ach, nichts habe ich geändert. Ich habe das Barbara zuliebe gemacht. Und wegen Kathi. Die solltest du mich nicht so erfahren. Bastiane. Sag mal, was sollte das eigentlich mit dem Herz? Du benimmst dich wie ein Teenie. Als nächstes schreibst du noch Barbara und Nils Forever in Love aufs Klo. Nicht schlecht, hätte ich wirklich Lust zu. Ich finde das überhaupt nicht witzig. Wegen dir komme ich noch in die größten Schwierigkeiten. Und das gerade jetzt, wo ich mich ein bisschen für Frank interessiere. Kathi erzählt es doch überall rum. Toll, super, danke. Also, ich brauche einen Herd, Platz für Geschirr, ein Bett,
Und etwas Stauraum für Klamotten. Bisschen viel für so einen kleinen Bus, oder? Ja, das kriegt man schon hin, wenn man das vernünftig plant. Hier, ich habe mir eine Skizze gemacht. Die Küche und das Schlafzimmer sind dabei das Allerwichtigste. Ja. Sauna und Whirlpool dürfen aber auch nicht fehlen, ne? Jetzt bleib mal locker. Wenn ich mir da was Vernünftiges zu essen machen kann und gut schlafen, dann komme ich damit schon um die Welt. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich meine, das ist doch irgendwie praktisch, wenn du dein Zuhause immer mit dabei hast. Übrigens, willst du den Wagen nicht ein bisschen aufpeppen? Allein schon wegen der Mädels. Du meinst, ich soll so eine Art Aufreißerschlitten daraus machen? Ja, klar. Ja, man könnte vielleicht eine große Weltkugel drauf lackieren lassen. Das ist gut. Ja, aber das ist kniffig. Das muss schon ein Profi machen und das kostet dann richtig Asche. Und Asche habe ich momentan natürlich wieder mal keine. Thema Asche. Ich muss zu meiner Schicht ins Kaufhaus. Kannst du ein bisschen aufräumen? Danke. Ja, geh du mal schön Diebe fangen. Nils, versteh doch. Für mich kann das voll nach hinten losgehen. Wenn Frank hört, wir hätten was miteinander, ist doch sofort der Ofen aus. Wieso? Konkurrenzbelebtes Geschäft. Ha, ha, ha. Komm, lass die blöden Sprüche. Okay, entschuldige. Sieh mal, die Sache mit Frank ist doch gar nicht wirklich in Gefahr. Hm? Nur Kathi glaubt, wir beide hätten was miteinander. Und ich könnte dir sagen, das ist bitte nicht rumerzählt. Naja, danke. Das wäre wenigstens ein Anfang. Aber denk dir einen plausiblen Grund aus. Frank wird nichts mitkriegen. Garantiert. Und dann könntest du doch noch ein bisschen länger mitmachen. Ich meine, nur bis Christoph wieder da ist. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Bitte, wenn Christoph zurück ist, will Barbara ja mit ihm reden. Aber bis dahin... Bastiane, tu es für die Liebe. Hm? Das bringt bestimmt Glück. Also, für dich meine ich. Ach, ich weiß nicht. Bitte. Wenn du nicht weiter mitspielst, dann fliegt doch alles auf. Und das wäre eine Katastrophe für Christoph und Barbara. Naja. Also gut, ich spiele die Komödie noch weiter. Aber nur, bis Christoph wieder da ist. Danke. Du bist echt eine Freundin. Ich muss einen Knall haben. Millie, was ist denn mit dir los, einfach so rauszurennen? Ach, er hat mich nicht erkannt. Mensch, Millie, du darfst jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Nick ist immer noch nicht richtig gesund. Hey, siehst du mal so, wir waren alle auf einmal da. Das ist einfach zu viel für ihn. Das verstehe ich ja. Aber trotzdem, es ist so schade, weil ich doch alles für ihn versucht habe. Mit den Stofftieren. Und ich war jeden Tag bei ihm. Viel öfter als Steffi. Und die hat er erkannt. Millie, das klingt ja fast so, als wärst du auf Steffi eifersüchtig. Was, wie kommst du denn darauf? Naja, die scheint es doch irgendwie zu stören, dass er Steffi erkannt hat, aber dich nicht. Ach Quatsch. Wie kommst du denn auf so einen Unsinn? Was war denn eben bloß mit Millie los? Rennt raus, ohne ein Wort zu sagen? Ach, machen Sie sich da mal keine Gedanken. Millie ist manchmal so. Uli kriegt da schon wieder hin. Ja, wenn du meinst. Ich muss jetzt los. Macht's gut, ihr beiden. Und einen schönen Abend noch. Danke. Hast du gehört, was dein Vater eben gesagt hat? Schönen Abend noch. Das wünsche ich mir auch so sehr, dass wir zweimal wieder einen richtig schönen Abend haben. Wir gehen zuerst ins Kino und dann in die Kneipe und nachher nach Hause und auf dem Sofa kuscheln. Alles wird wieder so wie früher, nur noch viel schöner. Ich liebe dich so sehr. Also Columbus würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er sehen könnte, was du aus Amerika gemacht hast. Halt dich da raus, der Künstler bin ich. Im Atlas sieht das ganz anders aus. Oh Gott, das alles für Ramon. Ja, nicht für dich, ist dir das klar? Also, zuerst muss der alte Lack aufgeraut werden. Das ist wichtig wegen der Haftung.
Danach eine rostschützende Metallgrundierung. Mhm. Und danach nimmst du dann blau-grüne Schattierungen für die Ozeane und für die Kontinente grün und beige, je nach Klimazone. Ich kann dir auch dabei helfen. Soll ich wenigstens noch die Längen und Breiten gerade einzeichnen? Nein, nein. Es ist erstaunlich, wie viele Fans Ramon unter den Oldies hat. Pass auf, was du sagst. Es gibt unter den Oldies welche mit einem gefürchteten rechten Haar. Oh. Mal im Ernst. Ich find's wirklich toll, wie sie sich da reinhängen. Aber ich schaff das schon irgendwie. Sie haben mir mit ihrer Zeichnung wirklich super geholfen. Du machst das ordentlich, ja? Natürlich. Ramon muss vor Ehrfurcht erstarren, wenn er das große Meisterwerk des noch größeren Künstlers Lewinsky sieht. Ich verstehe nicht. Wie konntest du nur Bastiane einweihen? Wir hatten doch ausgemacht, dass es keiner erfährt. Außer Erika. Ja, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Nichts eigentlich. Ja, du bist ja vielleicht gut. Barbara, wenn man so glücklich ist wie ich, ja, dann kann man das eben kaum verbergen. Ja, und wenn es jeder weiß, was ist dann? Dann geht alles schief. Jetzt denk doch mal nach. Hm? Nur weil Bastiane Bescheid wusste, hat sie überhaupt mitgespielt. Sonst wäre die Sache komplett den Bach runtergegangen, oder? Ja, ja. Ja, du hast ja recht, aber trotzdem. Es ist mir sehr unangenehm. Was soll dieses Kind von mir denken? Bastiane ist doch kein Kind mehr. Sie hat versprochen, weiter mitzumachen. Für uns. Bastiane ist ein wirklicher Freund und absolut zuverlässig. Wenn du meinst. Ja. Jetzt hör auf, dir Sorgen zu machen. Fröhlich gefällt sie mir nämlich viel besser. Hm? Wenn du meinst. Wunderbar. Sein Zustand ist nach wie vor stabil. Die Reflexe, alles in Ordnung. Sagen Sie mal, wollen Sie hier vielleicht übernachten? Was meinen Sie? Na wirklich, ich kann Ihnen ein zusätzliches Bett ins Zimmer stellen lassen. Ich kann doch verstehen, dass Sie als eine Freundin jetzt bei ihm bleiben möchten. Sie machen das übrigens instinktiv richtig. Kommunizieren Sie mit ihm über Berührung, das ist sehr wichtig für ihn. Ja, er scheint so seine Umwelt neu zu entdecken. Der Stoffhase da hat bestimmt eine symbolische Funktion. Er scheint so Kontakt zu den Menschen aufzunehmen, die ihm wichtig sind. Das ist gut möglich. Außerdem sind Sie eine sehr wichtige Bezugsperson für ihn. Also Wiedersehen. Ach, das Angebot, heute Nacht hier zu bleiben, das würde ich sehr gern annehmen. Ja gut, ich veranlasse das. Wiedersehen. Wiedersehen. Und vielen Dank. Here it goes a little something like this. Perfekt. Arno Brandner, du kannst damit auch. So, jetzt ist die Stätte. Scheiße! Nein. Oh nein! Ich freue mich so sehr für Steffi und Nick. Ist das nicht so? Ja, wirklich toll für die beiden. Guten Morgen. Na, wie war die gemeinsame Nacht mit Nick? Ach, es war wunderbar. Gestern Abend hat er meine Hand gedrückt. Und heute Morgen hat er mich richtig angelächelt. Ich bin so aufgedreht, ich kann überhaupt nichts essen. Ich freue mich auch so für dich, Kind. Was sagt denn Dr. Klose? Ja, er sagt, das Ganze sei schon ein erstaunlicher Fall. Und ich glaube, dass die Fürsorge von dir und auch von Millie wesentlich dazu beigetragen hat. Ja. Und Dr. Klose sagt, Zuwendung ist jetzt auch noch ganz wichtig für Nick. Einfach da sein, mit ihm reden. Es war so schön. Gestern Abend habe ich gemerkt, dass er mich noch so liebt wie früher. Wie schön wird das erst, wenn er wieder zu Hause ist. Da werde ich nur noch für ihn da sein. Zum Glück ist die Aktion für den Katalog fast fertig. Und hoffentlich kommen jetzt keine neuen Angebote mehr. Ach, selbst wenn. Ich mache kein neues Shooting. Jetzt zählt nur noch Nick.
zur Schule kannst du aber ab und zu noch mal gehen, hm? Na klar. Jetzt, wo ich meinen Nick wieder hab, da macht mir sogar die Schule Spaß. So, und jetzt isst du erstmal, was du wirst deine Kräfte noch brauchen können, ja? Okay. Ich bitte Sie, Herr Brandner, nur das eine Mal. Sie wollten mir doch letztens schon helfen. Ja, mit den Breiten und Längengraden. Aber na gut. Nein, nicht so schlimm. Ist okay. Danke. Tschüss. Hey Frank, was ist mit dir los? Ach, totale Katastrophe. Der Wagen von Ramon. Ich wollte ihm eine Weltkugel draufmalen. Und lass mich raten, du hast ein Ei anstatt einer Kugel gemalt. Ja, fast. Ich hab's total versaut. Oh Mann, Ramon wird bestimmt auch. Kannst du mir nicht helfen? Würde ich ja gern, aber weißt du, zeichnen, das ist echt nicht so meine Sache. Ja, meine auch nicht. Mann, wenn Ramon das sieht, der flippt aus. Der Wagen sieht vielleicht aus, schrecklich. Und? Wie hast du geschlafen? Naja, nicht so besonders. Ich habe mir die ganze Nacht Gedanken gemacht. Mhm. Ja, ich auch, ne? Sehr schöne Gedanken. Mir ist es ziemlich unangenehm, dass Bastiane Bescheid weiß über uns. Tada, morgen. Morgen. Ich denke, wir sollten was feiern. Hm? Sehr gute Frühstücksqualität. Wo ist denn Bastiane? In der Schule, im Gegensatz zu dir hat sie heute keine Freistunde. Ach schade, ich wollte doch unbedingt auf das junge Paar anstoßen. Ich finde das nämlich ziemlich gut mit dir und Bastiane. Ja, dass sie jetzt wieder einen Freund hat und dann noch gleich so einen netten. Ja, das ist dann ja dumm, dass wir es nicht alle zusammen feiern könnten. Wieso denn nicht? Wir können ja auch ohne die Braut anstoßen. Heute Nachmittag holen wir das alle zusammen nach. Hier, halt mal. Ich hol mal eben die Gläser. Junge Paar. Auf die Liebe. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Ach so. Ja. Okay. Ciao. Frank, guck dir das an. Ist das nicht obergeil? Habe ich auf dem Schrottplatz gefunden. Wahnsinn, was? Ja, nicht schlecht. Da gibt's morgens echt die besten Sachen. Ich bin gleich nach der Schicht hin. Und prompt finde ich dieses super Teil. Klasse. Ja, ich werde es gleich einbauen. Sieht bestimmt geil aus, oder? Fühl mal, wie sich das anfühlt. Weißt du, das Lenkrad ist fast das Wichtigste am ganzen Auto. Es ist sozusagen die Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Echt? Ja? Ja klar, du hast doch den ganzen Tag die Hände dran. Aha. Und du meinst, das ist das Richtige? Du willst dir kein anderes suchen? Nee, das ist optimal. Ich werde es gleich einbauen. Obwohl, ich denke, so ein Lenkrad einbauen ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Am besten, du kommst mit und hilfst mir, ha? Das ist jetzt ganz schlecht. Wieso? Stefan kann doch hier weitermachen, der braucht doch jede Mark. Komm, ich lade dich zu einer Currywurst ein. Ich hab gar keinen Hunger. Ja, dann kriegst du eben keine. Jetzt komm. Du siehst ziemlich müde aus. Willst du dich nicht was hinlegen? Ja, ich bin schon müde, aber zu zweit dauert sowas nicht lange. Da fällt mir ein, ich kann gar nicht. Stefan ist krank. Ah, Mist. Ja, dann müssen wir es wahrscheinlich wirklich verschieben. Ich leg mich hin. Heute Nachmittag. Um drei? Um drei, okay. Stefan, da bist du ja doch. Hey. Du musst den Kiosk übernehmen. Frank muss ganz dringend weg. Kein Problem. Ja, lass uns. Ciao. Ciao. Gutes Timing. Finde ich aber toll, dass ihr mir helft. Tja, da ist die Erziehung wohl doch nicht so daneben gegangen. Und das trotz dieser Mutter. Oh, jetzt wird aber nicht frech. Sonst hau ich dir gleich den Spüllappen um die Ohren. Oh, dann kriegst du aber Ärger. Das ist dann nämlich Sachbeschädigung eines Fotomodells. Hey, willst du jetzt immer noch weiter modeln? Nee, erstmal nicht. Nick soll erstmal wieder vollkommen gesund werden. Das habe ich mir fest vorgenommen. Stimmt's, Millie? Ja. Wir können ja gleich ins Krankenhaus, wenn wir hier fertig sind, ja? Ich wollte eigentlich noch was lernen. Ich schreibe nächste Woche eine wichtige Arbeit. Ach, das kannst du doch noch das ganze Wochenende machen. Komm, der Arzt hat gesagt, Geselligkeit ist jetzt gut für Nick. Na gut, wenn du meinst, ein Stündchen müsste schon gehen. Steffi Sander?
Ja, das bin ich. Das kann ich jetzt nicht so aus dem Stand entscheiden. Naja, es ist schon eine ziemliche Überraschung. Trotzdem, ich brauche da ein bisschen Bedenkzeit. Mhm. Ja, okay, gut. Ja, ich melde mich so schnell ich kann. Gut, tschüss. Das ist ja nicht zu fassen. Was denn? Ein unglaubliches Angebot. Mann, da hätte ich ja nie mit gerechnet. Ja, was denn? Sag doch schon. Das war ein Fotograf. Der hat mein Coverbild gesehen und jetzt soll ich mit ihm nach Mailand kommen. Aufnahme für eine Modezeitschrift. Oh. Für 3000 Mark am Tag. Aber die fliegen schon nächste Woche. Mama, was soll ich denn jetzt machen? Was möchtest du denn? Naja, es ist schon eine Wahnsinnschance. Mailand. Ja. Aber du musst dich jetzt entscheiden, was ist dir wichtiger? Mailand oder Nick? Was ist los mit dir? Warum gehst du so langsam, ne? Ich habe ein leichtes Ziehen in der Wade. Ja, es sind bestimmt Krampfadern vom vielen Rumstehen im Kiosk. Bewegung ist genau das Richtige. Ich brauche erstmal eine Pause. Sag mal, wer hat hier eigentlich eine Nachtschicht hinter sich? Du oder ich? Ramon, ich muss dir was sagen. Was denn? Ich musste gewissermaßen was gestehen. Was ist los? Wird das jetzt so ein Gespräch von der Sorte, du, ich glaube, ich muss mal mit dir reden? Denkst du, was kommt nur von Frauen? Es gab da so einen Plan. Was für ein Plan? Ja, der hat nicht so ganz funktioniert. Und es bleibt mal locker. Wir bauen das Lenkrad da ein, dann kannst du mich voll sitzen, okay? Was ist das denn? Ja, guck mal, wie geil! Schade, dass du noch so erschöpft bist. Ich hätte dir gerne eine Geschichte erzählt. In den letzten Wochen habe ich mir immer alle netten Sachen gemerkt, die so passiert sind. Bei uns, in der Kneipe, in der Schule. Nur um sie dir dann zu erzählen. Weißt du, ich habe nämlich immer ganz fest daran geglaubt, dass du wieder aufwachst. Immer. Warum hast du nicht gewartet? Och, ich dachte, wenn du eh mit Mama redest... Naja, ist ja auch egal. Kannst ja jetzt gehen. Du wolltest doch noch lernen. Und was ist mit deinem Angebot da? Das ist doch wieder ein Fotoauftrag, oder? Mhm, ja. Unglaublich. 3000 Mark am Tag. Aber ich mach das nicht. Nichts auf der Welt kann mich jetzt von Nick trennen. Nicht mal dieses Shooting in Mailand. Nick? Ich bin's, Steffi.